Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt Fußballmanager 14. Und wir sind hier wieder kräftig am Wackeln und jetzt wollen wir mal umstellen, denn mir geht es langsam auf den Keks, montags hier meinen Trainingsplan per Hand zu machen. Also gehen wir mal hier in die langfristige Planung. Gucken mal, Trainingsgruppe 1 sind bei uns ja die Angriffsspieler. Nee, die Abwehrspieler. Ach, ich verwechsel's immer noch. Das ist ein Drama. Nee, die Abwehrspieler. Normalerweise sind es bei mir immer die Angriffsspieler, aber diesmal sind es die Abwehrspieler. So, gerade mal gucken, dass da wirklich alle drin sind, die da reingehören. So, und dann sind das die Abwehrspieler und dann machen wir hier Abwehr, 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 Abwehr. Ganz viel Abwehrtraining. Als mit das wichtigste Training überhaupt machen wir hier Abwehrtraining. So, dann machen wir hier das Angriffstraining als wichtigstes Training. Dann sind wir das Problem nämlich mal los, dass wir das immer per Hand hier einstellen müssen. Und dann kommen wir auch schneller durch montags. Damit kommen wir schneller zum Spiel und damit kriegen wir in jeder Folge auch ein 3D-Spiel unter. Weil, ich sag mal, die Trainingspläne, da ändert sich jetzt nicht mehr so viel. Ja, und die hier lassen wir machen, was sie wollen. Das ist uns wurscht. So, wenn ich nämlich jetzt hier auf Training gehe, Mannschaftstraining, dann ist schon der richtige Trainingsplan drin und das ist cool und das ist gut so. So, ja, wir haben hier jede Menge Defizite, Abseitsfalle, Aufbauspiel, Konterspiel. Jede Menge Defizite. Flanke haben wir relativ gut drin, weil die trainieren wir ja auch immer schön. Pressing haben wir wahrscheinlich auch einigermaßen. Nee, haben wir nicht trainiert, obwohl wir Pressing im Trainingsplan drin haben. Warum hier unten steht verbleibende Einheiten 3, aber der uns hier automatisch keine diese 3 Einheiten nicht reinschreibt, verstehe ich auch nicht wirklich. Man kann sich nur um Bug handeln. Also haken wir es einfach ab. So, ja, Jugendspieler, boah, ja, Jugendspieler. Die können eh nichts, gehen mir eh nur auf den Keks. Ist ja keiner dabei, denn zukünftiges Wahnsinnstalent ist. Das ist ja hier eher so ein mittlerer Zustand. Jetzt können wir höchstens mal den hier... Können wir die nicht vergleichen? Oh, was sind das hier? Wieso kann ich denn keine Jugendspieler vergleichen? Ging das noch nie? Normalerweise habe ich immer nur auf die Stärke geguckt und auf die Talentsterne. Ah, muss ich das per Hand machen? Okay, Manndeckung 29, 28 und 25. Und der hier hat Manndeckung 27, 29 und 26. Die sind also ziemlich gleich stark. Das ist ein Ballgewinner, der links-rechts kann. Und das hier ist ein eher defensiver Typ. Überzeugt. So schnell kann's gehen. Und der kommt aus welchem Land? What? Gibraltar wahrscheinlich. Dann kann er Englisch und Deutsch, genau. Gibraltar ist nämlich englischsprachig. Gehört ja zum Commonwealth. So, dann haben wir zweite Mannschaft. Ja, was ist mit euch los? Die spielen nicht. Die spielen in keiner Liga. Können ja auch nicht aufsteigen. Weil in der nächsthöheren Liga, ja, also in der niedrigsten Liga sind wir ja unterwegs. Da geht kein Aufstieg, also spielen sie nicht. Das ist die Logik vom Fußballmanager. Wenn man keine Reserveligen anlegt. Wir haben diesmal keine angelegt, weil ich bin mit der Mannschaft hier schon genug gefordert. Da brauche ich nicht auch noch eine zweite Mannschaft, die mich durcheinander bringt. Ja, eigentlich jede Menge Baustellen, was soll ich sagen, und jede Menge Verträge, die wir eigentlich machen müssten, aber wir haben ja kein Geld, wir haben kein Budget, also Geld haben wir haben kein Budget. Ja, ich muss immer wieder sagen, kein Budget, weil wenn ich sage, ich habe kein Geld, dann schreibt mir wieder jemand, ich soll einen Investor holen. Aber ein Investor, der regelt unsere Budgetprobleme auch nicht. Der gibt uns Geld. Das können wir dann vielleicht ein bisschen verteilen, aber naja, wie soll ich sagen? Ist halt alles so eine Sache. So, der soll als nächstes die Jungs da anschauen, gegen die wir als nächstes spielen. Hier in dem Bereich verdienen wir ganz gut, gefällt mir gut. Wir liegen eh hier in der Planung, Kalkulation, liegen wir weit drüber. Also wir bräuchten hier eigentlich viel mehr Geld und jetzt kriegen wir mittlerweile 72.000, aber wir können ja irgendwie nie alles vergeben und irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, sowieso alles ein Bug hier.
So, Lebensmittel verhandeln. Aber auf jeden Fall, 3 Jahre sind ja deutlich zu lang, deshalb müssen wir die Laufzeit senken. Tja, hat er nur die Anzahl erhöht. Schön, ich will aber die Laufzeit senken und den Preis erhöhen. Ja, gut, dann machen wir halt keinen Vertrag, ist mir auch egal. Guck mal an, was wir hier für Banden kriegen. Da bietet er uns 1600 oder was. Kann ja sein, dass das die auf der Gegengeraden sind, aber 1600 ist ein bisschen zu wenig, würde ich mal behaupten. So, Infrastruktur, was haben wir eigentlich verdient so in den Heimspielen? Oh, 1770 haben wir gegen Homburg verdient, gegen Hessen-Kassel haben wir 859 draufgelegt. Wieso das? Ja, ich kann's mir fast denken, ja. Die Jungs aus Hessen-Kassel haben genug Würstchen gefuttert. Ja, ich meine hier, Homburger, die haben richtig reingehauen hier an der Gastronomie. Und die haben einfach nichts gekauft. Kein Bier, keine Wurst. Und schon haben wir Probleme. Ja, aber unterm Strich haben wir Plus, das ist ja das Wichtige. Was haben wir sonst noch so? Karriere, genau. Wir müssen hier angeln lernen. Und wir können mal gucken, ob es schon Karriereoptionen gibt. Oh! Oh! Wir könnten schon wechseln in die dritte Liga. Rein theoretisch. Erfurt, Heidenheim, Unterhaching. Heißer Kandidat Duisburg. Ja, wir warten noch auf Angebote, dann lässt sich's besser verhandeln. Dann ist der Wechsel meistens auch sofort, aber natürlich, wenn wir höhere Liga spielen können. Wir lassen uns da nicht lang bitten, oder? Das ist mal ganz im Ernst. Wie lange wollen wir denn? Brauchen, bis wir dann mal im Champions League kicken. Wir wollen eine Karriere machen hier als Trainer. Und wollen ein einigermaßen interessantes Let's Play haben. So, also, da haben wir insgesamt, das passt. Wir machen mal weiter. Ich will nämlich das Spiel heute noch reinkriegen. Ja, müssen wir mal Gas geben. So, also, hier hat sich jetzt nichts großartig getan. Dann gehen wir mal auf den Privatbereich hier Segelschein üben. Und schnell einen Tag weiter. So, erkundigt sich nach seinen Einsatzchancen. Wer bist denn du? Ach so, das ist der, den wir gerade angeguckt haben. Ja, der kann ja nichts gescheit. Der ist in keinem einzigen Wert wirklich über 50. Gut, der lernt langsam. Ja, ich sag mal, Kurzeinsätze können wir schon machen mal. Ist der überhaupt auf der Bank? Na, natürlich nicht. Hahaha, der ist nicht mal auf der Bank. Wie soll man da Kurzeinsätze gewähren, wenn er nicht mal auf der Bank ist? Tja, da ist die große Frage, für wen? Sollen wir denn wirklich für den Christiansen einsetzen? Ja, der ist jung, der Christiansen ist alt. So, wir machen weiter. Versuchen unsere jungen Spieler zu motivieren und Spielergespräch, ja, in der Teamdynamik, die können wir natürlich auch führen, aber ich bin da ganz ehrlich, ich mache da mehr kaputt, wie ich ganz mache. Weil die haben hier einen Arsch voll Probleme. Hier, guck mal, Frustration. Guck mal, wie frustriert die sind. Letztes Spiel verloren, unter dem Saisonziel. Ja, und der hier, letztes Spiel verloren, unter dem Saisonziel, hat die letzten 5 Spiele nicht gespielt. Mecker, mecker, mecker. Also das ist, ganz ehrlich, als das Feature eingeführt wurde, habe ich gedacht, das macht einen Fußballmanager kaputt. Weil, ich meine, wenn so ein Spieler in echt heult, dann kann man mal hingehen und kann sagen, Kollege, ne? Riech dich mal nicht auf. Wir kriegen das schon irgendwie. Dass wir auch dich irgendwo mal unterkriegen. Und die sind gesprächsbereit. Aber die Jungs hier, die sind programmiert, die sind nicht gesprächsbereit. Die sind Sturköpfe. So, dann haben wir hier Neckar-Elz als Gegner auswärts. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das endet. Das letzte Spiel haben wir ja 1-0 in der 4. Minute verloren. Das war ja ein Drama, war das ja. Der Frank will eigentlich gern wieder spielen. Dann holen wir den Frank mal auf den Platz. So, dann gehen wir mal hier in die Taktik und sagen, die sollen auch mal durch die Mitte keulen. Nicht nur Flanken hauen, sondern auch mal durch die Mitte keulen. Ansonsten haben die gleiche Aufstellung wie wir. Das ist schon mal nicht schlecht. Und Geier soll natürlich keine Distanzschüsse machen. Gut, das haben wir schon abgewöhnt. Hauer lassen wir mal Distanzschüsse machen. Er ist ja Distanzschütze.
Kann Ball halten. Soll man dem sagen, Ball halten? Am Schluss gibt er den gar nicht mehr ab. Nee, wir lassen es so. Wir lassen es so. Was ich gerade gesehen habe, das können wir noch umstellen. Hier beim Schanz können wir noch Ballhalten ausstellen und dafür vielleicht Triplings einstellen, weil der ist ja eigentlich ganz gut gewesen da drin. Wobei ich will die auch nicht animieren, dass sie mehr trippeln, wie sie trippeln sollten. Deshalb machen wir das alles aus hier. Die sollen Vorstöße und Flankenhäufigkeit und das passt dann schon. Gut, dann haben wir alles eingestellt und hoffen das Beste und starten mal rein hier ins 3D-Spiel. Kann ja nur schief gehen. Wir spielen auswärts gegen einen auf Tabellenplatz 15 und wir stehen leicht besser da. Und ja, gebt euer Bestes. Eine Standardansprache. So, älteste Spieler auf dem Platz ist Marcel Knobloch. Super, Worms, 2 Spiele nicht mehr gewonnen. Das ist natürlich ganz schlimm. 5 Ligaspiele, immer mindestens ein Tor kassiert. Das ist schon mal gut. Dann schießen wir denen vielleicht auch mal eins. 2. Halbzeit ohne Torerfolg. Wir, tja, schlimm, schlimm, schlimm. 2 Spiele nicht mehr gewonnen haben die ebenfalls. Also, Schlussviertelstunden sind so die ungefährlichste Mannschaft, das kommt uns auch entgegen. Und ja, den hier Platz, ihr seht schon, Naturtribüne da hinten so ein bisschen. Ist nicht gerade so der große Club, wie es aussieht. So, Ball beinahe erobert hier von Weißweiler. Die fangen schon kräftig an zu stören. Alter, was macht denn die Abwehr? Urlaub? So, jetzt Geier, ui. So, Frank, schön gestört. Hauer, weiter Ball auf Christiansen. Und der wäre so gut gekommen, wenn er den früher gespielt hätte. Machen die Abseitsfalle da. Schon im Mittelfeld Abseitsfalle. Super, oder? Was ein Glück, schießt der so schlecht. So, jetzt aber Geier, schön auf Hauer aufgelegt. Und das war ein Foul. Es gibt Freistoß ziemlich zentral und nah vom Tor. Vielleicht haben wir die Chance. Knapp vorbei. So, aber jetzt Geier wieder auf Hauer. Hauer setzt sich durch, Distanzschuss. Hatten wir eigentlich gesagt, soll er sein lassen, oder? Aber er ist Distanzschütze, deshalb hatten wir es doch wieder aktiviert. Mein Gott, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das liegt aber auch daran, wir wollen natürlich damit auch provozieren, dass die Distanzschüsse machen. Was war, wieso ist das abseits? Zentimeter, der da hat im Abseits gestanden. Ja, wir wollen damit natürlich auch provozieren, dass der hier den Ball abprallen lässt und dass vielleicht Christiansen dann den Ball schön abziehen kann. Aber die stellen uns, seht ihr das, die spielen mit Abseitsfalle, die Hunde. Wir haben keine Chance dagegen. Also wir machen hier mal aus. Das passt. Dann machen wir hier mal aus Distanzschütze. Der ist ja sowieso. Und dadurch macht er die eh. Und da brauchen wir es nicht noch provozieren, dass er davon noch mehr macht. Wölk hält einen Ball. Ich bin begeistert. Und der Abschlag war für die Katz. Und sag mal, haben die hier gerade mal eine Phase des Draufhaltens? Das ist ja unglaublich. Unsere Abwehr lässt die da schön passen. Die passen mal kreuz und quer durch unsere Abwehr rein und schießen aufs Tor. Das macht mir echt Sorgen. Und wir machen so Bälle hier. Kommt, Jungs. Zweikampf. Ball erobern. Jawohl, ja. Weißweiler, komm. Weißweiler, ja, auf Christiansen. Und das kann doch nicht schon wieder abseits sein, Mann. Oh. Spielen die mit Abseitsfalle wahrscheinlich und unsere Stürmer sind permanent nur ins Abseits gestellt. Das ist ja, da kriegst du ja die Krise. Und wieder Abseits, oder? Von Hauer, ne? Ja.
Ich frage mich auch, warum die ganze Zeit diese langen Bälle da rumkeulen. Haben wir eingestellt, die sollen lange Bälle spielen? Nee. Kurzpassspiel, riskant. Vielleicht ist es das Problem. Die wollen schnell. Wir machen mal runter. Überwiegend vorsichtig. Dass sie nicht zu viel Ballverluste haben. Ey, das geht mir nämlich auch im Keks. Gerade im Angriff, die ganzen Ballverluste nerven mich gerade ein bisschen. Und der Wölk gerade noch dran gewesen. Ey, die provozieren sie aber auch, unsere Abwehr. Was machen die denn? Was machen die denn? Ah, das ist vorsichtiges Passspiel. Aha, vorsichtiges Passspiel. Zieht. Vorsichtiges Passspiel zieht. So, jetzt kommt ein Eckball. Jetzt hoffen wir, dass da was passiert mit dem Eckball. Der kommt an. Wir kriegen einen zweiten Ball und knapp vorbei. Ist auch daneben. So, wir haben dann wieder... So, jetzt Geier. Geier auf... Na, ins Abseits. Habe ich schon gesagt, dass ich Abseitsfalle hasse? So, wir erobern schon wieder einen Ball. Das ist gut. Weißweiler ist schön gekommen. Oh, ja, da war keiner mehr. Haben wir einen Verletzten? Humpelt irgendeiner von uns? Tja, und Halbzeit 0-0. Drama. Dieses Spiel ist ein Drama, ja. Ich meine, also erst kommen wir nicht vors Tor, dann kommen wir vors Tor, dann machen sie nicht rein. Kriege ich echt. Ja, jetzt machen wir dem mal Feuer. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. Ja, und Christiansen ist angeschlagen. Den mal massieren, dass der wieder in den normalen Bereich kommt. Frank mal massieren und Dressing mal massieren. Und dann müssen wir nach Noten mal gehen und da wird der Christiansen mal kritisiert, der Geier motiviert, der Hauer motiviert. Und im Abwehrbereich, wo haben wir einen? Der Frank wird mal motiviert. Na super, das hat ihm richtig geholfen. Und den Boys tun wir auch mal motivieren. Ja, hat überall generell bisher einen positiven Einfluss gehabt. Außer bei Frank. Der ist beratungsresistent, der will nicht. Tja, da gibt es mal eine Karte endlich, mit denen ihr am Foul spielen und mit denen ihr in Abseits fallen. Das nervt ja nicht nur mich, das nervt mittlerweile dann auch ein Schiedsrichter hier. Das muss ja nicht sein. Ne? Abseitsfalle nicht geklappt, wird er halt umgehuft. So, weggefaustet der Ball. Da ist kein Spieler von uns. Was sind das, bitteschön? Wieso ist da kein Spieler von uns? Ach, ja. Eine Spielunterbrechung nach der anderen. Das liegt aber auch, wie gesagt, das liegt halt auch an der Regionalliga. Ne? Die können halt, also ich meine, die wollen, aber können nicht. Einfach umgetreten, ja. Und da lässt er nicht mal Vorteil laufen. Natürlich hat er eine Karte verdient, aber eigentlich musste er da Vorteil laufen lassen. Wir waren gerade richtig im Vorwärtsgang. Der Ball war weg. Er war angenommen und dann rennt er den um. Jetzt haben wir einen Nachteil daraus. So, aber Weißweiler tankt sich durch und passt leider zum Gegner. Und jetzt machen wir auch mal einen Foul. Aber da lässt der Vorteil laufen. Das darf doch nicht wahr sein. Was macht denn unsere Abwehr? Sind die blind? Haben die Tomaten auf den Augen? Das regt mich gerade schon wieder auf. Und wer war's? Der Frank. Der ist demotiviert, hat eine schlechte Note, ist nicht frisch, der geht mir auf den Sack, der Bullen kommt wieder, ey, mir reicht's, der Frank wird verkauft, ich hab keine kein Bock mehr auf so einen Müll hier. So, Hauer mit Distanzschuss, obwohl wir gesagt haben, man soll es nicht mehr machen. Wir können uns aber auch nicht durchsetzen, ich versteh's nicht, die anderen, die sind hier so rabiat, so, und wieder ein Distanzschuss. Lässt er sich einen Ball abnehmen. Also Jungs, seid mir nicht böse.
Aber ich will jetzt endlich mal Leistung sehen hier von euch. Das geht so mal gar nicht. Dann bringen wir Boller für Christiansen. Das geht so auch mal nicht. Und dann hatten wir einen Kohlmann versprochen. Und ich hoffe, das bereuen wir nicht. Aber der andere, der ist ja, das ist ja, das könnt ihr ja vergessen. Das ist schon wieder ein Foul. Wir kommen gar nicht ein Tor näher. So, dem haben wir ja versprochen, dass er Kurzeinsätze kriegt. Also testen wir mal in den letzten 20 Minuten da. Wir liegen eh hinten. Sehr schön von Tressinger. Obert Kohlmann hatten und verlierten wieder. Das darf nicht wahr sein. Jetzt ist es schon wieder ein Konter am Laufen. Und Bohlen guckt zu. Ist ja genauso schlimm wie der Frank. Auf Leute, ich will jetzt mal was sehen. Leistung. Schöner Rückpass und nach vorne. Und Kohlmann hatten. Und die Flanke kam gut. Aber da stand überweisen noch ein Abwehrspieler. Kohlmann. Nein, Hering ist durch. Schön abgeluchst den Ball. Sehr schön. Kohlmann kommt dran und schießt den Gegner an. Das darf nicht wahr sein. Mann, unsere Abwehr, die ist echt zum Vergessen. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Hallenhalmer spielen oder was? Was trainieren wir denn? Tackling, Manndeckung? Was setzen die um? Nebenher laufen, dumm gucken. Und unser Sturm kriegt keinen Ball rein. Guckt euch doch an, was er macht hier. Immer diese Distanzschüsse, anstatt mal einen schönen Pass zu spielen. Oh, viel zu heftig da rausgelegt. Viel zu schnell geschossen. Ich bin hier nur am, also Leute, nur am Aufregen. Ich weiß, aber was willst du machen, ey? War das denn jetzt? Ah, Handspiel. So, gib Freistoß für uns. Vielleicht können wir wenigstens einen Anschlusstreffer generieren. Nö, der fängt natürlich. Was auch sonst? Mann, Mann, Mann. Viel Arbeit ist ein Witz. Viel Arbeit ist ein Witz. Bei denen haben wir nicht viel Arbeit, das ist ein Zustand. Wo sind denn die Abwehrspieler? Der bleibt schon stehen und guckt, wie der da guckt. Da. Warum kreuzt der nicht? Warum stellen die sich nicht in den Weg? Warum machen sie das nicht? Nein, sie stehen da blöd rum. So, Fehlstart der Saison. Freiburg 5 Spiele verloren. Tja. Der Beste war noch der Boller bei uns. Wenn ich die Noten sehe hier, dass da nicht nur Leute dabei sind, die Fünfe haben, ich verstehe es nicht. Ich habe einen Lauf, habe ich den Eindruck. Ich habe echt einen Lauf mittlerweile. Nicht nur, dass mir ständig irgendwelches Gerendere abkackt und die Uploads länger dauern, wie sie sollen. Nee, auch im Fußballmanager, die Mannschaften, die spielen einen Müll zusammen. Das ging ja mit Malaga schon los, ja. Eine ganz andere Mannschaft, die irgendwie überhaupt nicht mehr zu Potte kam. Ich bin mal gespannt, wann wir gefeuert werden, wenn das hier so weitergeht. Oh Gott. Tja, die sind irgendwie unentspannt. Interessiert mich alles nicht hier. Manometer, ich habe den Eindruck, die wollen mich loswerden. Die Abwehr hat irgendwie keinen Bock auf uns oder so. So, was sind hier die Top-Transfers? Von Werder Bremen nach Dortmund, der Ignjovski. Interessant. So, nächster Gegner ist Trier. Bin ich mal gespannt, was sie dazu sagen. Das Interessante ist, wir haben den 1 Million eingespielt. Also wirtschaftlich, was wir beeinflussen können, tun wir das Beste. Sportlich, was wir versuchen zu beeinflussen, aber nicht funktioniert. Was trainiert denn die Abwehrreihe? Spielaufbau, Kurzpassspiel, Standards, Pressing. Ja, machen wir mal anders.
Wocheneditor für die Abwehr. Das machen wir mal so und so, dann machen wir das mal. Nehmen wir das mal Abwehr 2 und gucken mal, ob wir damit besser fahren. Mentaltraining, damit die mal nicht mehr am Rad drehen, und das Tackling hier vorne, wo dann auch trainiert wird. Ja, also das heißt, ich habe das hier weggenommen, wo immer nur zwei Einheiten am Schluss bei rumkamen, und haben es da vorne reingepackt, wo es halt auch trainiert wird. Und das gleiche bin ich gerade am überlegen, ob wir das auch mit dem Angriff machen sollen, mit der Offensive, weil mir geht das auf den Keks hier. Mir geht es echt langsam voll auf den Keks. Die ewigen 1890 Distanzschüsse, das... Boah. Und das, obwohl wir denen sagen, sie sollen es nicht tun. Wo ist denn hier der Knopf da? Oh, das ist falsch, Freunde. Falsch, falsch, falsch. So. Und dann machen wir hier auch mal ein bisschen Mentaltraining. Anstatt Kurzpasstraining machen wir Mentaltraining. Achso, nee, nicht einfach so, sondern das nennen wir auch wieder NFZ. Offensiv 2. Nein, das ist die Abwehr. Mag dir was? Ich bin die letzten Tage, ich bin ein bisschen gestresst, ich bin nicht mehr so relaxed, ich bin langsam angenervt von allem. Ich muss mal wieder runterkommen hier. Aber die ganzen Probleme, die es eben mit der Kommentarumstellung bei YouTube gab, die ganzen Probleme, die es mit meinen Uploads gab, weil YouTube im Hintergrund irgendwelche Updates gemacht hat und das Rendern von ewig langen Parts, die ewig nicht fertig wurden, warum auch immer, wahrscheinlich hat mein Renderprogramm jetzt auch schon Probleme. Das war früher mal schneller. Das geht mir alles gerade so alles ein bisschen hier auf den Nerv. So, also wir machen hier mal ein bisschen Abwehr. Und zwar das neue Abwehrtraining rein. Ja, ist ja gut. Dann machen wir hier das neue Offensivtraining rein. Das Problem ist nicht unser Torwart. Das Problem ist, dass der überhaupt abwehren muss. Unser Torwart ist ein guter, den nehme ich in Schutz, den Wölk. Gut, das sind die Änderungen, die wir jetzt mal vorgenommen haben. Dann haben wir eine Trainingswoche vor uns, dann spielen wir gegen Trier. Und wie das Spiel ausgeht, das sehen wir dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt, Nick Frei zockt Fußballmanager 14 im Mikromanagement in der Regionalliga Südwest noch. Mal gucken, wie lange wir unseren Job noch haben. Momentan Vorstandsvertrauen sportlich 7 von 20 Punkten. Ja, ich meine, gut, wenn die Spieler natürlich keine Verträge haben, ist klar, dass die nicht besonders motiviert sind. Ich würde denen ja gerne Verträge geben, aber irgendwie die Gehälter, ne, ihr wisst, Minus, Gehalt, Budget, und ich müsste denen praktisch das Gehalt kürzen. Und ob die, wenn sie 25.000 verdienen als Top-Stürmer und ein Angebot aus der dritten Liga haben, für 20.000 bei uns kicken würden, ich bezweifle das irgendwie. Und ja, müssen wir uns echt mal Gedanken machen, wie wir das Ganze hinkriegen. Ich habe da schon so ein paar Ideen, aber schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Erstes Ziel ist jetzt erstmal wieder einigermaßen erfolgreich zu kicken. Dann erledigt sich meistens der Rest von selbst. Ich sage an der Stelle auf jeden Fall schon mal danke, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr klickt beim nächsten Mal auch wieder rein, wenn es heißt, Nick Frei zockt Fußball Manager 14. Und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.